Hallo ihr Lieben, ich heiße Fatme. Ich präsentiere euch heute eine Show, Emojiland. Meine Gruppe und ich haben eine Geschichte aus Emojis geschrieben. Das ist eine Liebesgeschichte. Mit ihrer Hilfe zeigen wir ihnen einen Satz aus Emojis. Und sie müssen die Bedeutung erraten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Jetzt kommt der erste Satz. Okay, was könnte es bedeuten? Ein Mädchen. Ja, und das zweite? Leucht. Ja, richtig. Und das letzte? Nach Hause? Obwohl, das ist eine Schule. Ja, und was kann das Ganze bedeuten? Das Mädchen läuft zur Schule. Ja, richtig. Das Mädchen läuft zur Schule. Nächster Satz. Okay, was sehen wir hier wieder? Das Mädchen. Okay, was könnte das bedeuten? Guckt. Fast. Sieht. Ja, und was ist das? Ja, und was könnte das ganze Satz bedeuten? Das Mädchen sieht den Jungen. Ja, richtig. Das Mädchen sieht den Jungen. Nächster Satz. Was sehen wir hier wieder? Ein Jungen mit Sternen. Ja, fast. Ein Jungen aus den Sternen? Fast. Aber wir können in die nächste gehen. Was könnte das bedeuten? Ist gleich. Ja, ist. Ja? Und was könnte das jetzt bedeuten? Vampir. Ja, und was könnte jetzt das ganze Satz bedeuten? Strahlender Junge ist ein Vampir. Fast richtig. Der Junge? Ja. Ist ein Vampir. Ja, richtig. Der schöne Junge ist ein Vampir. Richtig. Nächster Satz. Okay, was sehen wir hier? Eine Spritze. Ja, und was könnte das sein da drin? Ah, Blut. Ja. Und wen sehen wir wieder hier? Das Mädchen. Ja. Ist. Ja. Stark. Ja, und was könnte das Ganze bedeuten? Das Blut. Das Mädchens? Ja. Ist stark. Ja, richtig. Das Blut des Mädchens ist stark. Nächster Satz. Okay, was sehen wir hier wieder? Der schöne Junge? Ja. Und das Mädchen? Ja. Sind. Ja. Verliebt. Ja, richtig. Der Junge und das Mädchen sind verliebt. Nächster Satz. Okay, was sehen wir hier wieder? Der Junge. Ja. Mal sehen wir im zweiten Schritt. Hat Zähne. Fast richtig. Gehen wir zu dem anderen Schild. Mädchen. Ja. Versuchen Sie mal, das zusammen zu. Der Junge beißt? Ja. Das Mädchen? Ja, richtig. Der Junge beißt das Mädchen. Nächster Satz. Okay, was sehen wir hier wieder? Das Mädchen. Ja. Ist. Ja. Ein Vampir. Ja, richtig. Das Mädchen ist ein Vampir. So, Leute, was könnte das ganze Liebesgeschichte jetzt sein?
Das Mädchen wird zum Vampir. Twilight, ja. Twilight. Ja, richtig, es ist Twilight. Ich danke Ihnen, dass Sie unsere Geschichte mit Emojis zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Tschüss.